Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ja, es geht weiter mit dem nächsten Part. Timer ist mehr oder weniger gestellt. Ich habe mir halt die Zeit gemerkt. Ich bin tiefenentspannt. Ich komme gerade vom Frühdienst, habe ein bisschen was gegessen, mich ein Stündchen hingelegt und demnach bin ich jetzt bereit für die nächsten Horror-Parts, die definitiv kommen werden. Ich habe ja mehr oder weniger festgestellt, dass hier diese Viecher aus Moira wieder rumlaufen werden. Und dementsprechend... Genau wie in der Heilanstalt. Die Urkraft hat sie verändert. Aaron hat sie verändert. Ich muss Orion schnellstens aufhalten. Ach ja, hier sind die Viecher. Okay, mag ich nicht, finde ich gar nicht gut gerade. Ich klüngel mal hier so rüber. Also heißt, die Urkraft ist in Aaron und das hat sie verändert. Jetzt müsste ich ja theoretisch warten, bis kommt der nochmal zurück. Kann ich zoomen? Ich kann doch eigentlich zoomen, oder? Darf ich mal ganz kurz meine Fokus-Upgrades hier? Was kann ich denn eigentlich? Habe ich Fokuspunkte? 6 verfügbar. Ah nee. Nee, 6 habe ich verbraucht, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, gut. Scharfschütze. Erhöht die Sichtweite beim Zoomen erheblich. Fokussicht muss dazu nicht aktiviert sein. Das heißt, ich zoome, wenn ich den Pfeil anlege. So in etwa. Geschicklichkeit. Fähigkeit, arglose Person schnell an Objekte zu stellen. Fähigkeit, sich vorzustellen. Schließmechanismen bildlich nicht vorzustellen. Und so weiter. Entfernte Elemente in der Umgebung werden hervorgehoben. Beuteaktive Objekte sind blau, Bedrohungen sind angegriffen. Fähigkeit, versteckte Beute und Sammlerstücke aufzuspüren. Handabdrücke zeigen den Weg. Okay, also kann ich offensichtlich doch nur... Ah, da kommt wieder einer. Ich habe ja mittlerweile herausgefunden, dass ich den mit diesen Leuchtbomben töten kann. Komm schon. Krabums! Boah, wie die Viecher aussehen. Ich hasse es voll. Okay, wo sind meine Leuchtbomben? Da, ne? Da. Hey, Überraschung. Jetzt habe ich mich selber geblendet. Ich bin ein schlauer Mensch. Kann ich die irgendwie mit Pfeilen? Ich habe doch diese komischen Explosions... Geht das mit Feuerfall? Hi, Überraschung. Das funktioniert, cool. Also es darf mir keiner blöd kommen, wenn ich die Viecher hier jetzt töte, ja? Kann mir mal bitte einer erklären? Wow! Oh, um Gottes Willen. Okay, das war hart. Ich muss zugeben, das war hart. Es waren 3, richtig? Kommen da noch mehr? Weh, wenn jetzt hier irgendwas um die Ecke springt. Ich warne euch. Okay. Keine Musik mehr, es ist so still. Zu still. Ich wette, ich muss darüber. Muss ich darüber? Aber wie komme ich denn darüber? Oh, wie komme ich darüber? Blöde Frage. Hier ist so hell. Licht. Es wäre der Licht. Muss ich runter? Nein, ich muss darüber. Ich muss da hoch. Hier unten gibt es bestimmt noch irgendwas zu holen. Und dann komme ich am Ende nicht mehr zurück. Ich sehe es kommen. Ich habe Angst. Hier gibt es bestimmt noch irgendwelche Sammlerstücke oder sowas zu holen. Nämlich keine Ahnung, wo und wie ich die finde. Und allgemein gerade... Kommst du da rüber? Wundervoll. Sehr schön. Okay. Also, weitergehen. Warte mal, dich nehme ich mit. Für den Fall, dass ich die Viecher irgendwie ablenken muss. Hey, das hätte ich bestimmt nutzen können. In irgendeiner Art und Weise. Das kommt mir verdammt bekannt vor.
Ach, ich hätte mich an denen mit Sicherheit auch vorbeischleichen können, oder? Oh Gott, ich traue mich gar nicht, das hier aufzumachen. Was denn, das war's? Hier ist eine Wand, das ist schön. Mit einer Wand im Rücken fühle ich mich wohl. Wenn mich irgendwas von hinten anspringen kann, ist das ganz böse. So viel zu meiner tiefen Entspannung. Ich habe Angst. Und es laggt. Warum laggt es? Es darf jetzt nicht laggen. Es ist wunderbar hell hier. Das stelle ich gerade fest. Komme ich hier durch? Ja, ich komme hier durch. Aber muss ich hier durch? Das ist die Frage. Ich muss da hoch. Das heißt, ich gehe einfach mal ganz kurz hier durch und gucke, ob es hier was... Was? Holy shit. Ja. Okay, das scheint in gewissen Abständen immer wieder mal zu brennen. Ah, da ist ein. Da ist ein Rad. Muss ich das Rad irgendwie betätigen? Schnell, 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 schnell. Hat das was gebracht? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich damit das Feuer ausgemacht. Okay. Schriftrollenhalter. Ist ja nice. Puh. Schnell speichern. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich bin erst bei 8 Minuten. Scheiße. Das ist blöd. Boah, wie weit ist denn diese verdammte... Hä? Ich höre Stimmen. Ich könnte schwören, ich habe Stimmen gehört. Ah, die Tür hier wieder zu, mein Freund. Kann ich hier hoch? Muss ich hier hoch? Also theoretisch kann ich hier hoch. Praktisch muss ich das nicht. Okay. Ah! Muss der so rumstöhnen? Das erschreckt mich. Okay. Macht es Sinn? Und falls nein, wie macht es Sinn? Es macht keinen Sinn. Okay, also hoch hier. Hoppa. Okay. Speichern. Ich friere. Anlauf und... Ja, geschafft. Hier hoch, da hoch, wo hoch? Egal. Mann, 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 das sind ganz schöne Kletterpartien, du. Oh, lebende Wachen. Jungs, ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, euch zu sehen. Ja. Also wenn sie so weit oben noch nie gesehen haben, heißt das offensichtlich, dass ich denen nicht mehr begegnen werde. Ich habe keine Angst. Euphorie und Segen fürchte ich gar nichts. Ich habe in Greystone einen dieser Wachbastarde erledigt. Aber diese Dinger... Wo denkst du, kommen sie her? Aus dem Boden oder doch aus dem Meer? Meinem Mondschädel nach sind sie meinen Albträumen entsprungen und aus meinem Kopf gekrochen.
Okay. 17 Meter in diese Richtung. Schnell speichern. Also, eigentlich, es tut mir leid, ich bin die ganze Zeit total still und rede irgendwie so gar nicht. Ich finde es scheiße, dass ich diese kleinen Lampen hier nicht ausmachen kann. Sie sagt, Eisen bricht nicht. Aber das ist falsch. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier schon die letzte Mission ist. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt gut vorstellen. Und was zu trinken. Wenn das wirklich die letzte Mission ist, dann kann es sein, dass ich schon gar nicht mehr so furchtbar viele Parts hier machen kann und muss und werde. Okay. Da vorne ist der Mond, das heißt, es wird hier in der Nähe irgendwo weitergehen. Aufgeregt. Hilfe. Kommt der Wachmann nochmal wieder? Oder lässt er mich jetzt hier alleine? Kommst du hier rüber? Kommst du? Kommst du hier rüber? Kommst du? Nein? Kommst du nicht? Gut. Auch nicht schlecht. Wisst ihr, was das Schlimme einfach daran ist? Warum gibt es hier eine Spritze? Ich habe wieder echt wieder das Gefühl, dass ich ein Neuer bin. Das Schlimme an dieser Sache ist einfach, dass man nie weiß, wo diese Viecher kommen und wo einen was erwartet. Es kann halt einfach hinter jeder Ecke irgendwas lauern. Das ist das Problem, wenn man die Kacke hier blind spielt. Okay. Sehr brav, mein Guter. Komm zurück. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Nein, wartet. Ich kann das, ich werde das können. So, stirb. Hä? Sind das keine Feuerpfeile? Stirb einfach. Stirb. Haha, ihr trefft mich nicht. Jetzt habe ich natürlich keine Pfeile mehr. Stirb. Ich habe mich selbst getötet. Halleluja. Das war so klar. Das habe ich extra gemacht, damit ich nicht laden muss. Wisst ihr? Also das ist so. Ich will halt nicht immer laden und deswegen töte ich mich einfach selber dann. Passiert das von ganz alleine. Ich glaube, ich muss einfach nur an denen vorbei. Es ist Bullshit, dass ich die ausschalte. Muss ich auch überhaupt nicht. So, hier war noch irgendwas? War hier noch irgendwas? Da war da noch irgendwas. Nein? Doch nicht? Gut, dann nicht. So, mein Freund. Willst du jetzt mal da rüberlaufen? So? Eventuell? Vielleicht? Ja, sehr schön, danke. Da wäre ich dir sehr verbunden, weil dann kann ich nämlich hier längs. So, nehme ich das mal mit. Okay. Da drin dürfen die mich ja eigentlich nicht sehen, oder? Okay, er hat zumindest gespeichert, das ist doch schon mal gut. Folge dem weißen Mond. Ach, der geht wieder in die andere Richtung, ne? Ja gut, dann hat sich das eh erledigt, dann kann ich hier raus. Okay, dann folge ich dem Mond mal. Moment mal, hier komme ich gar nicht weiter. Ich muss an den Typen vorbei. Ach nö. Ist ja mal voll. Ach nee, ich kann hier durch. Oh, oh, oh. Jetzt ist die Frage, will ich das überhaupt? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Okay, zurück komme ich nicht mehr. Das habe ich mir schon gedacht. Puh, heiliger. Es ist... Ich werde doch hier tausendprozentig von irgendwem entdeckt, Mann. Es ist doch viel zu hell, um nicht entdeckt zu werden. Oh, ah, oh, schön. Gib mir, was auch immer da drin ist. Nahrung. Oh, oh, Nahrung ist immer gut. Ich könnte übrigens mal, ne, bisschen auffüllen so. Also das weiß ich noch, wo das ist sehr schön. Okay, jetzt muss ich das Tor öffnen, richtig? Boah, mich kribbelt es am ganzen Körper, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, einmal schnell speichern bitte. Und dann öffne ich schon mal dieses Tor hier. Ich hoffe, ich drehe in die richtige Richtung, ja, ne? Passt schon. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, was ich jetzt hier überhaupt tue.
Und warum ich hier bin? Poke. Also, ich suche Aaron. Kommt das hin? Und hier ist Rauch. Will ich speichern? Nein, ich will nicht speichern. Ich habe schnell gespeichert. Das muss reichen. Ist das... Was ist das für Ratten? Rattenkacke oder sowas? Okay, alles was pfeift, ist mir lieb, weil das ist lebendig. Gut, die anderen Viecher waren auch lebendig, glaube ich. In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel. Aaron ist hier, das spüre ich. Ist das dein Ernst? Ich habe keine Wasserpfeile mehr, du Horst. Oder? Ne, ich habe einen einzigen Wasserpfeil noch. Ist geil. Hätte ich das vorher mal gewusst. Hätte ich das vorher mal gewusst. Hätte ich mehr Wasserpfeile mit dir noch. Ist richtig. Ah, Momentchen. Ha! Ich habe eine Abkürzung gefunden. Hier könnte ich auch durch. Jetzt will ich aber erstmal hier hin. Mal kurz gucken, was hier ist. Wie lange haben wir noch? Oh, draußen scheint die Sonne. Okay, ich bin ja schon fast wieder am Ende. Oder bin ich denn da wieder... Nee, ist Quatsch. Da vorne ist ein Mond. Den habe ich noch nicht eingesammelt. Okay, komm, lass mich durch. Danke sehr. Hier ist hell. Holy. Alter. Hi, ich interessiere dich aber nicht, oder? Moment mal, bist du nicht ein... Du bist doch ein Händler, Fritze. Du bist doch... Geh nachsehen. Du bist ein Händler? Gott segne dich, mein Freund. Oh Mann, ist das geil. Okay, dann kann ich mich jetzt hier noch ausrüsten. Gib mir alle Wasserfalle, die du hast. Alle. Ist das alles? Ja gut, jetzt habe ich zumindest 4. Explosionspfeile. Damit schieße ich mich nur selber in die Luft. Das ist für den Arsch. Seilpfeile habe ich keine mehr. Das ist ungünstig. Oder hat er keine? Nein, er hat keine. Ich habe 4. Nahrung. Breitkopfpfeile. Was habe ich denn, wenn ich verkaufen kann? Dann kann ich den Explosionspfeil eigentlich auch verkaufen. So. Tschüss. Ach, das sind... Ich habe noch 3 Stück. Ja, komm, 2 behalte ich mal für den Fall der Fälle. Sägezahnpfeile. Könnte ich ja mal überlegen, ob ich die eventuell... Ne? Wie viel habe ich denn davon? 3. Ja, komm, nehme ich mit. Feuerpfeil. Immer her damit. Nahrung. Gib mir... Breitkopfpfeile. Wie viel habe ich davon? 7. Ja, komm, hau weg, die Kacke. Ich weiß ja, dass ich nicht töten will, aber... Kein Umtausch. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist normal bei solchen Händlern. Kein Umtausch. Okay, hier komme ich offensichtlich nicht weiter. Das heißt, ich habe hier nur so einen kleinen Nebengang entdeckt, den ich nutzen konnte und... muss sowieso zurück. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es ziemlich die Nerven aufgerieben wieder. Ich muss gucken, ob ich jetzt noch ein Part aufnehme. Aber eigentlich glaube ich kaum, dass mir jetzt noch irgendwelche Viecher über den Weg laufen. Ich muss einfach nur an den Wachen vorbei und mal schauen, wie das läuft. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.